Ball. Der Ball ist rund. Die Erde. Erde ist ein Teil des Universums. Das Universum ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unendlich. Unendlich ist aber auch die Fähigkeit des menschlichen Willens, des menschlichen Geistes. Leider aber auch der menschlichen Blödheit und Gier. Denn wenn ich mir einige YouTube-Videos angucke, bin ich mir sicher, die Blödheit der Menschheit ist tatsächlich unendlich. Da denkt der eine YouTuber, muss sich drüber aufregen, was der andere YouTuber für ein geldgeiles Schwein ist. Aber alle haben sie irgendwo Werbung, ihren Dinger. Boah, so. Naja, und einige wollen hier sogar noch irgendwelche Trainingsprogramme verkaufen. Das ist natürlich wirklich nicht schön. Aber zum Glück gibt es ja immer noch die Düsseldorfer Fitnesspolizei, der Märchenerzähler vom unterm Dach. Der will natürlich den Leuten auch alles Mögliche erzählen, wie es geht, was geht und was nicht geht. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas unendlich ist. Okay, Ziel erreicht. Ja, da wird ja auch das Rad immer wieder neu erfunden. Da werden immer wieder irgendwelche Supplemente beworben. Mit irgendeiner neuen Formel. Von uns entwickelt und getestet. Der Trainingsbooster mit dem Tunnelblick. Also ich möchte nicht unbedingt einen Trainingsbooster trinken müssen, um einen Tunnelblick zu kriegen. Ja, und dann jeder muss da noch seine private, vegane, nicht vegane, was weiß ich, Lebenseinstellung und Philosophie vermarkten. Man kann ja jeder haben seine Lebenseinstellung, aber muss man die unbedingt vermarkten? Natürlich soll jeder irgendwas verkaufen können, wenn das Produkt okay ist. Dann ist das ja auch in Ordnung. Und jeder hat das Recht, Geld zu verdienen. Aber da nicht immer so diesen missionarischen Eifer und den Leuten erzählen wollen, Wunder, wie toll alles ist und wie schlecht alles andere ist
und nur ihr Produkt zählt. Ich garantiere dir, mit und ohne Trainingsbooster, wenn du nicht eine vernünftige Grundlage hast, dann kannst du nicht gut trainieren. Du musst einfach eine vernünftige Grundlage dir erstmal anschaffen. Mehr nicht. Du brauchst keinen Trainingsbooster und keinen Tunnelblick. Die ganze Supplementbewerberei, das müsst ihr nehmen und das müsst ihr essen, jedes müsst ihr trinken. Und das ist der ultimative Kick. Wenn du trainierst oder trainierst du nicht, kannst du essen und trinken, was du willst. Und einen Trainingsbooster brauchst du trinkst Kaffee. Schöne starke Tasse Kaffee und gut ist. Alles andere ist Quatsch. Genauso wie diese zig Trainingspakete. Ja, dein Internettrainer. So ein Quatsch. Du hast einen Trainer, der steht bei dir und sagt dir, das und das machst du und das lässt du. Und zwar bei jeder Übung und explizit, exakt in dem Moment, wo es passiert. Und er lässt es ganz einfach. Und wenn du keine Ahnung hast, kannst du mit und ohne Internettrainer nicht trainieren. So einfach ist es. Du kannst im Internet nur Ideen holen. Mehr nicht. Okay. Klar bin ich selbst auch Vegetarier. Da sage ich deswegen, alle, die kein Vegetarier sind, können keinen Sport machen. Quatsch. Kann jeder Sport machen. Scheißegal, was er ist. Das ist eine persönliche Lebensanstellung, was ich esse. Mehr nicht. Scheiße ist es dann, wenn ich meine Lebenseinstellung und meine Meinung anderen aufdränge und ihn dafür auch noch irgendwas verdienen will. Wenn ich mich monetär praktisch prostituiere bei YouTube für ein Produkt, was sinnlos ist. Und für eine Meinung, die außer der meine zu sein, nichts ist. Da kann ich besser das Maul halten. Tue ich vielleicht auch. Im nächsten. Und eigentlich sollte YouTube ja ein Medium sein, bei der über das jeder jedem irgendwas mitteilt oder irgendwas darstellt, was für andere von Interesse und Belang sein könnte. Tipps und so, gerade mal beim Sport, Tipps und Tricks gibt. Ja, aber das sollte kein Verkaufssender sein. Das heißt ja YouTube und nicht, was weiß ich, die große Göttlerschuhe oder was. Aber egal, ist so wie es ist. Mal probieren, ob das geht, was ich mir hier überlegt habe. Ja, klar, ohne Tunnelblick und ohne Rundum-Paket und ohne Power-Schlag-mich-tot-Supplement, da ist man halt nicht so stark. Ne? Wobei man sich eins überlegen muss, die hauen sich ja immer gegenseitig was an den Kopf. Du bist gestopft, jeder ist gestopft. Meiner Meinung nach ist wie das Rauchen und das Alkohol trinken ein Einstieg in die Drogenwelt ist. Ist diese ganze Supplement-Scheiße der Einstieg zum Stoffen, deswegen halte ich da nichts von. Weder von irgendeinem Bri oder Bre oder sonst was Booster, noch von sonst was. Ist genug Eiweiß und Kohlenhydrate. Trink viel Wasser. Und wenn du Krämpfe hast, nimmst du Magnesium, das langt. Mehr brauchst du nicht.
keine BHs oder BCAAs oder sonstige Tittenscheiße. Videos von dem Romano Rengel oder von der Cornelia Ritzke und Johann Lukas und das Taurus, wie die alle heißen. Alles Leute, die wissen, was sie tun. Und klar, teilweise wollen die natürlich auch hier als Trainer oder was sich bewähren. Aber das ist eine ganz andere Liga, wie wenn da so ein Hansel unterm Dach irgendwie was erzählen will, was geht und was nicht geht. Mir einer, der erzählt, was er das und das im Bankdrücken bewältigt. Das sind ja immer immense Gewichte, die da bei YouTube bewältigt werden. Gerade von diesen Märchenerzählern und Konsorten. So auf dem Wettkampf triffst du die nie. Mein Trainingsbooster. Leitungswasser mit einer Vitaminsprudeltablette von Aldi. Ganzes Röhrchen 98 Cent. Kein Tunnelblick. Ganz wichtig sind natürlich immer auch die, die irgendwie XY Gewichte da bewältigen. Absolut nicht nachprüfbar. Warum schreibst du es denn dann hin? Ich meine, wenn hier so mega alte Eisen an Konsoren, das sind diese Jungs, die gehen ja wirklich auf Wettkämpfe. Und wenn der sagt, er drückt das und das im Training, dann drückt er das auch, weil er drückt sie auch beim Wettkampf und mehr. Wenn so ein Carlsen unterm Dach da, die irgendwas erzählt über Military Press oder immer diese ganzen englischen Ausdrücke, die die Jungs da so immer haben. Die machen ja, die machen kein Schulterdrücken. Military Press oder Overhead Press. Wir machen auch die Bankdrücken, die Benchen. Deutsch haben sie verlernt. So, ich mache jetzt ein bisschen Engbank-Benchen. Das waren jetzt, was weiß ich, XX mal Y, weil sonst kommt ja einer und klopft hier mit seinem Imbusschlüssel. Ansonsten gilt das ja nicht. Scheiße. Oh ja, das ist aber das Scheißstativ kaputt. Egal, Hauptsache man sieht meinen geheimen Trainings. Booster, H2O, Geheimtipp. Ich weitererzähle. Wirkt. Da kriegst du echt Druck auf die Blase von. Sozusagen der Blasenbooster. Ups. Thank you.
So. Und natürlich ist mir klar, dass so ein Carlsen vom Dach mit Sicherheit doppelt so viel Gewicht als ich mit dreimal so viel Wiederholungen macht. Weil er hat ja den Super XY sonst was Booster. Und was weiß ich noch im Blut. Und hat ja auch das Rundum-Paket gekauft. Oder verkauft. So, bis denn, Jungs. Lasst euch nicht in YouTube verarschen.